Willkommen beim Gartencoach. Einer meiner Lieblingsbäume im Nutzgarten, das ist der Feigenbaum. Ich liebe Feigen, nicht nur, weil sie uns leckere Früchte liefern, sondern weil auch die Pflanze als solche ganz, ganz viele Vorteile für uns Gärtner liefert. Und wie ihr zu eurem eigenen Feigenbaum kommt, möchte ich euch jetzt erklären. Guten Appetit! Feigen sind in den letzten Jahren in unseren Gärten mehr und mehr beliebt geworden. Feigen sind nämlich gezüchtet worden, nicht nur auf ihre vielen verschiedenen wohlschmeckenden Früchte, sondern auch auf ihre Frosthärte hin. Es gibt natürlich Feigen, die sind frostempfindlich, aber mehr und mehr Sorten gibt es, die sind absolut winterhart und gedeihen auch in herrschtesten Gebieten und liefern Früchte im Sommer. Diese Pflanzen können wir universell in unseren Gärten einsetzen, sowohl als Spaliere, angebunden an der Wand, wir können sie als freistehenden Baum nehmen oder wir können sie ähnlich wie Weidenzäune auch flechten. Die Verwendungsmöglichkeiten von Feigen sind unglaublich vielseitig. Feigen sind sehr genügsame Pflanzen. Sie lieben allerdings einen durchlässigen Boden, der mit organischem Material angereichert ist, aber nicht unbedingt sein muss. Feigen sind einfach im Schnitt. Wir lassen nur einige wenige Triebe davon auswachsen und die Feigen blühen an dem Holz des Vorjahres und der Vorjahre. Deswegen ist sehr wenig, was das Schneiden angeht, hier überhaupt notwendig. Feigen sind deswegen so en vogue in unseren Gärten im Augenblick, weil sie den harschen, trockenen, heißen Sommern der letzten Jahre trotzen und mit Wassermangel super klarkommen und immer noch Früchte liefern und immer noch grün sind und immer noch Schatten uns liefern, unter denen es angenehm kühl ist. Also die ideale Pflanze für die trockenen Sommer ist der Feigenbaum. Jeder von euch kann an den eigenen Feigenbaum mit Leichtigkeit rankommen. Natürlich gibt es große Auswahl in den Gartencentern. Aber im August ist die beste Zeit, wenn ihr eure eigenen Stecklinge von Feigen aus der Nachbarschaft von Freunden oder Bekannten vermehren und schneiden könnt. Das ist die Zeit, wenn viele Gehölze die halbharten Hölzer liefern. Das bedeutet, das Holz des diesjährigen Austriebes beginnt abzuhärten und im August ist die Zeit, wenn wir daraus Stecklinge machen, die dann in wenigen Wochen angewachsen sind. Hier bei dieser Feige gehe ich hin und nehme einen Ast sogar raus, der mich die ganze Zeit gestört hat, weil das ein Querläufer ist. Ich verbinde also den Sommerschnitt bei der Feige mit dem Liefern von Material für die Stecklinge. Hier sieht man das ganz gut an diesen Feigenschnitten. Das hier ist das Holz des Vorjahres, das ist im letzten Jahr gewachsen, das ist ein bisschen dunkler. Und ab hier ist das Holz, was dieses Jahr sich gebildet hat und jetzt auch schon zunehmend hart geworden ist, deswegen halbharte Stecklinge. Hier gehe ich jetzt hin und mache meinen Schnitt unterhalb eines Nodiums. Ein Nodium, das ist solch ein Knoten, an der ein Blatt austreibt und an solchen Stellen sind Gewebe, die dann Wurzeln bilden und an der Stelle entsteht dann das neue Feigenbäumchen. Wenn ihr solche Steckhölzer schneidet, die sehr ähnlich ausschauen und man Probleme hat zu gucken, wo es oben und wo es unten, kleiner Tipp, macht oben einen horizontalen Schnitt und unten macht einen diagonalen Schnitt. So wisst ihr immer, wo es oben und unten, nämlich wo diagonal ist, ist unten. Anders als bei anderen Pflanzen brauche ich beim Steckling von der Feige tatsächlich kein Laub. Die Äste sind selber noch grün und liefern Chlorophyll und liefern Stoffwechselprodukte. Deswegen kann ich hier die Blätter bei den Feigen an dieser Stelle einfach abschneiden und habe damit meinen Steckling. Die Stecklinge bekommen noch Wurzelhormon, damit diese Stelle gut abheilt und schnell Wurzeln liefert. Das wird einfach eingetunkt in das Material und dann kommt der Steckling in den Topf. Als Substrat dafür wähle ich nährstoffarme Erde und ganz viel von Perlite.
Diese Stecklinge gieße ich jetzt ordentlich an und danach kommen sie so, wie sie sind, in mein Gewächshaus. In meinem Gewächshaus habe ich gespannte Luft, das heißt hohe Luftfeuchtigkeit, und daher brauche ich hier keine extra Plastiktüte drüber zu machen, um eben den Gewächshauseffekt nachzuahmen. Wenn ihr kein Gewächshaus habt, nehmt eine ganz normale Einkaufstüte, idealerweise eine durchsichtige, und gebt die hier drüber, sodass ein kleines Mini-Gewächshaus entsteht und eure Stecklinge dort dann kein Wasser verdunsten und rasch anwachsen. Die Temperatur ist jetzt ideal. Bei 22 bis 26 Grad wächst dieser Steckling innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen an. Und wir erkennen das daran, dass hier aus den Knospen an den Seiten dann die ersten kleinen Triebe dann herauskommen. Die Stecklinge, die sind in 4 bis 6 Wochen angewurzelt und treiben dann an den Knospen aus. Dann habt ihr noch 2, 3 weitere Wochen, bis es dann Zeit wird, die Stecklinge auseinanderzunehmen und in einzelne Töpfe zu setzen. Das hier, das ist ein Mitbringsel von einer Ferienreise gewesen, wo ich eine enorm dicke Frucht an den Feigen gesehen habe und davon mir Stecklinge gemacht hatte, was die Mutterpflanze darstellt. Das hier, das ist ein einjähriger Steckling, den habe ich vor einem Jahr gesteckt. Und das ist die Sorte Brown Turkey, einer der Klassiker bei den Feigen in unseren Gärten. Andere Sorten, die ich auch hinter mir aufgepflanzt habe, das ist Violetta, die Bayernfeige. Die ist bekannt für ihre Frosthärte. Dann habe ich Rouge de Bordeaux und White of Marseille. Eine weiße Feige, eine richtig knallrote Feige. Aber darüber hinaus gibt es eine riesige Menge an bekannten Sorten und euer Gartencenter kann euch da am besten beraten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Gartencoach-Kanal abonnieren, Glocke einschalten, dass ihr sonntags über die neuen Videos immer informiert seid. Tschüss!